Also, wir wollen heute Abend mit euch ein bisschen über das Thema Schlafen quatschen. Es gibt ja zu dem Thema ganz viel Input, ganz viel tolle Bücher und weniger tolle Bücher. Und was uns berührt hat zu dem Thema und Zugang verschafft hat, wir merken, das hat ja innerlich unser Herz bewegt, aber auch irgendwie ein Feeling gegeben, an dem wir uns orientieren können, was könnte richtig sein und was könnte vielleicht weniger richtig sein, auch wenn es schlau klingt, war einfach der Gedanke, dass ja die Menschheit jetzt schon ein paar Tage länger auf dem Planeten existiert und über die Jahrtausende ja eigentlich ein Grundinstinkt entstanden ist im Menschen, der da lautet, wenn es dunkel ist und ich allein bin, existiert grundsätzlich mal eine immerwährende Gefahr, dass mir irgendwas passieren könnte. Also ob es früher der Säbelzahntiger gewesen sein mag oder was auch immer, der, wenn ich dunkel und allein irgendwo rumliege und umso mehr, wenn ich denn schlafe, dass ich wehrlos bin und der mich angreifen kann, der ist nun mal ganz tief im Menschen verankert. Und auch wenn es nicht der Säbelzahntiger war, sondern der Wolf oder der Bär oder weiß der Geier wer, so ist das doch tief im Menschen drinne und umso mehr in einem Baby, was ja noch schutzloser ist, dass wenn ich alleine irgendwo schlafe, dass das absolut gegen die Instinkte des Menschen erstmal ist an erster Stelle. Und das leuchtete uns ein, mehr oder weniger, an der Stelle schon einmal, dass man denkt, wie viel Sinn kann es machen, dass ein Baby, was gerade auf der Welt ist, was seit es existiert als kleinste Amöbe sozusagen, Mama um sich rum hatte, im wahrsten Sinne des Wortes den Herzschlag hörte und Schutz hatte, dass wenn es auf die Welt kommt, dass es auf einmal innerhalb von kürzester Zeit lernen sollte, alleine in einem dunklen Raum zu schlafen, ohne Herzschlag, ohne Atemgeräusche, dass da noch irgendein anderes Wesen ist, was für mich ist. Und das hat uns eingeleuchtet und erstmal in Hinterfragen gebracht, wie sinnvoll kann so ein Ansatz überhaupt sein? Genau. Und ja, wie ihr sicherlich kennt, gibt es auf dem Markt eine Überflutung an Informationen und Büchern zu dem Thema. Und unter anderem gibt es auch eine gewisse Methode, wie man sein Kind zum Einschlafen bringt, indem man es eben schreien lässt und in einem bestimmten Abstand von, weiß ich, 5 Minuten oder 10 Minuten immer wieder beim Kind auftaucht, es berührt und beruhigt und dann wieder rausgeht oder es versucht zu beruhigen, genau. Und was bei dieser Methode nicht berücksichtigt wird, dass in dem Kind in dem Alter eines Säuglings und auch lange Zeit auch als Kleinkind noch dieses abstrakte Denken vorhanden ist oder möglich ist, mit dem Bewusstsein, okay, meine Mama oder mein Papa oder meine Bezugsperson kommt in einem bestimmten Abstand von Zeit wieder und dann geht es wieder raus und dann kommt es wieder. Und ich habe diese Aussicht darauf, dass ich dann zu dem Zeitpunkt wieder vielleicht Beruhigung erfahren kann, sondern ein Kind lebt einfach in dem Moment, wo es sich gerade befindet und hat diese abstrakte Form von Denken, von Zeitgefühl auch und wann was zukünftig passiert, einfach noch nicht. Und in dem Moment erlebt es einfach, alleingelassen zu sein. Und das ist alles, was es in dem Moment erleben kann. Und da ist es ganz natürlich, dass es eben um Hilfe schreit, im wahrsten Sinne des Wortes. Und letztendlich, wenn es aufhört zu schreien, eben einfach resigniert, dass Kinder nicht über diese Methode lernen zu schlafen, sondern eigentlich lernen, dass keine Hilfe zu erfahren und da resignieren. Kannst du vielleicht noch mehr zu sagen? Ja, also das ist das erstmal was, was uns schockiert hat, dass wir den Kindern dann als erstes versuchen beizubringen, damit es durchschläft, weil das so sein muss oder weil wir vielleicht genervt sind, was man auch sein darf, genervt. Aber dennoch sehr schockiert, dass wir das Erste, was wir unserem Kind beibringen unter Umständen, ist, dass es allein gelassen ist in den Momenten, wo es um Hilfe ruft. Und dieses Urvertrauen, es ist immer wer da, der auf mich aufpasst, also quasi so der Nährboden, dass so eine kleine Pflanze überhaupt wirklich tiefe Wurzeln schlagen kann, schon im Ansatz gekappt wird in dieser Erfahrung. Und was sehr spannend ist, ist, wenn man das psychologisch auch betrachtet, ist es ein Phänomen und auch was die Gehirnforschung bestätigt, dass wenn wir Menschen eine Situation, einen Zustand erleben, der zu traumatisch ist, zu heftig emotional, dass dann der letzte Ausweg des Gehirns quasi ist, es ist die Systeme runterzufahren
und mit Ohnmacht quasi zu reagieren. Und das trifft auch auf dieses vermeintliche, mein Kind lernt einschlafen, zu, dass das Kind im wahrsten Sinne eigentlich gar nicht lernt einzuschlafen, sondern es fällt in Ohnmacht, weil das System überfordert ist und sagt, oh, bevor hier ich quasi einen Seeleninfarkt erleide, falle ich in Ohnmacht und schalte ab. Und umso brutaler ist es, dass dann Kinder, ob es auf der Säuglingsstation ist, wie es früher war, wo die Kinder ja abends auch gar nicht dieses Rooming-in hatten, wo die mit bei der Mutter am Bett waren, sondern irgendwo in ihre Säuglingsstation geschoben wurden, die dann einfach quasi in Ohnmacht gefallen sind, weil die erst merken, oh, Hilfe, die große böse Welt stürmt auf mich an, da ist keiner da, der mich schützt und ich klapp ab. Und ähnlich ist auch dieser fragwürdige Erfolg dieses Buches, was auch immer wieder zitiert wird und uns quasi, wenn man die Perspektive auf das Thema hat, echt wirklich das Herz quasi zerreißen lässt fast, dass dann dieser Erfolg sich nach ein paar Tagen einstellt und mein Kind alleine einschläft. Ja klar, es fällt allein in Ohnmacht, aber es hat einen hohen Preis, weil wie gesagt, dieses Urvertrauen schon von Grund auf erschüttert wird, und letztendlich vielleicht Symptome, die man später hat, an Unsicherheit, an Gefühl von, bin ich wirklich gewünscht in der Welt, Minderwertigkeit und was weiß ich, da schon der Nährboden bereitet wird. Und natürlich noch umso heftiger, weil mein Kind jeden Abend so einen kleinen Schockzustand erlebt, bis die Seele an gewissen Punkten panzert und man das vielleicht nicht mehr emotional wahrnimmt, aber diese Panzerung hat einen hohen Preis, halt, dass da bestimmte Teile im Leben eines solchen Menschen vielleicht gar nicht richtig ins Leben kommen können. Ja, und was uns dann so in dem Zuge beschäftigt hat, ist, wie wir einfach unser Schlafen mit den Kindern gemeinsam gestalten wollen. Und auch da finden wir es total wichtig, dass man was aussucht, was zu einem passt. Es gibt Familienbett, das kennen bestimmt einige vom Hörensagen oder weil sie es selbst auch so machen. Was wir einfach absolut wichtig finden in dem Zusammenhang, dass das Kind in der ersten Zeit definitiv mit im Schlafzimmer schläft, also da, wo die Bezugspersonen oder Bezugspersonen auch schlafen. Dass es erstens Geruch hat um sich herum, dass es Schlafgeräusche hat, den Atem von jemandem, der da ist, bei ihm. Und genau, da ich auch stille, finde ich es eh praktisch, das Kind mit im Bett zu haben. Dann brauche ich als Mama nicht aufstehen nachts und mache mir da keinen Stress. Das ist so ein, finde ich, praktischer Nebeneffekt. Im Moment haben wir beide Kinder bei uns mit dem Schlafzimmer schlafen und fahren auch ganz gut damit. Aber wir finden es einfach super wichtig, da auch zu gucken, mit welcher Situation kann man am besten leben. Was ist vielleicht auch zu heftig für uns? Wo sind wir zu sehr eingeschränkt in unserer Privatsphäre oder in unserem Sexualleben oder was auch immer, dass man da auch austauscht und guckt, was so gut für einen ist. Aber wir merken einfach unter den Gesichtspunkten, die wir eben aufgezählt haben und ja, einfach merken, dass das so stark unser Herz berührt, auch dass wir immer wieder merken, gut, das ist einfach so viel wert und so viel, was man dadurch gewinnt, auch wenn man an bestimmten Punkten natürlich zurücksteckt oder ja, einfach Kompromisse auch eingeht. Und genau. Ja, und ist ja so ähnlich wie im Flugzeug, so hilft uns jedenfalls die Metapher, dass man halt auch, was wir ganz wichtig finden, jetzt nicht idealistisch ist zu sehr und sagt eigentlich, auf Deutsch gesagt, kotzt mich total an, dass meine Kids hier mit im Bett schlafen, immer noch mit, so, was ich, 2, 3, 4 Jahren oder wie auch immer, wie lange das gehen soll, sondern dass man auch auf sich selbst achtet und merkt, meinetwegen habe ich erkannt, dass das richtig ist mit dem Schlafen und es vielleicht am besten wäre, was wir glauben, dass wie ein Kind am Anfang total abhängig ist, in jedem Bereich, und dann langsam lernt, dass sich diese Emergenz, diese Selbstständigkeit natürlich entwickelt, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, dass es dann lernt, selber zu essen, selber sich die Nase zu putzen und die Schuhe zu binden, selber auf Toilette zu gehen, dass es ein ganz normaler Prozess ist, dass auch Kinder lernen, dann alleine schlafen zu wollen, auch im eigenen Zimmer. Das kann man anregen und irgendwann wird der Moment kommen, wenn das Kind auch merkt, zusammen mit den Eltern, so jetzt ist die Zeit gekommen. Und da muss man sich auch frei machen von diesem Druck. Es muss mit DIN-Norm Kind, was ich mit 2 Jahren muss es alleine schlafen, sondern das eine steht früher allein, das andere auch länger. Und dass man sich da auch frei macht von gesellschaftlichen oder selbstgemachten Erwartungen und solchen Normgrößen. Unsere erste Tochter, die konnte mit 7 Monaten
krabbeln und sich hochhangeln an der Küche und mit Festhalten schon laufen. Jetzt unser Sohn, das zweite Kind, der fängt jetzt gerade an, so mit 6 Monaten langsam zu robben, aber noch nicht mal so ganz. Dafür hat er früher Zähne. Also das heißt mit anderen Worten, Kinder sind individuell, sind unterschiedlich. Aber was uns wichtig wäre, auch immer wieder diesen Realabgleich, auch wenn wir das alles so toll finden, gucken, wenn unsere Ehe drunter leidet oder wir dann total gestresst sind den ganzen Tag, weil uns das tierisch annervt, dass die Kinder neben uns liegen die Nacht und da sich umdrehen und was weiß ich, dann muss man auch irgendwie die Reißleine ziehen und sagen, auch wenn das der Idealzustand wäre, wir können das innerlich nicht verknusen. Und deswegen, wie im Flugzeug halt, zuerst setzt man sich selber, die Erwachsenen, die Sauerstoffmaske auf, weil wenn die Erwachsenen umkippen und kollabieren und dadurch die Ehe zerbricht, ist den Kindern auch nicht geholfen, dass die mit 8 Jahren immer noch im Bett schlafen durften, sondern da dann lieber gucken, wie es im richtigen Verhältnis ist. Und was vielleicht noch ein wichtiger Aspekt ist, auch an diesem in einem Raum schlafen, ist, dass auch nachweislich das Risiko des plötzlichen Kindstods dadurch sinkt, weil das Kind animiert wird durch die auch unbewusst, unterbewusst hört halt die Leute atmen, die da, also die Mama, Papa atmen, die da mit im Zimmer schlafen und wird selber auch angeregt, weiter zu atmen. Diese Atemaussetzer, die ja manchmal normal sind so am Anfang, werden dadurch vermieden, beziehungsweise das Kind angeregt, doch noch weiter zu atmen. Und das heißt, auch der Aspekt, plötzlicher Kindstod ist ein Thema für sich, aber wird auch dadurch nachweislich, ist es geringer, wenn dort Leute im gleichen Zimmer mitschlafen. Und man merkt es auch als Eltern natürlich eher, wenn das Kind nicht mehr atmet. Da sind ja Eltern, vor allen Dingen Mütter, ja so intuitiv geschaltet, dass man irgendwie merkt, irgendwas stimmt nicht, mein Kind atmet nicht und kann reagieren. Das heißt, auch das ist ein positiver Nebeneffekt, wenn man das mal so ausdrücken will. Genau. Ja, wir hoffen, da war was dabei, was vielleicht den einen oder anderen anregt, an der Stelle nachzudenken oder wo man sagt, ach Mensch, ist ja spannend, das hilft mir, weil letztendlich sind wir überzeugt, dass man keinen schlauen Ratgeber braucht als Eltern, dass sozusagen der liebe Gott eigentlich so gemacht hat, dass man jetzt erstmal 1000 Handbücher lesen muss, damit man richtige Eltern sind, dass es eigentlich intuitiv vorhanden ist. Aber wir merken in uns, dass wir Leute, die da vielleicht intuitiv schon ein bisschen ein paar Schritte weiter sind, dass die einen anregen, zu erkennen, ja eigentlich lebt das ja auch in mir, eigentlich deckt sich das mit dem, wie es in mir im Herzen ist. Und wir sind da komplett auf einer Reise und ihr wahrscheinlich genauso. Und vielleicht hilft euch das ja, oder zumindest einiges daraus, wo ihr merkt, der Mensch, das dockt an mir an, sozusagen, und hilft mir, da meinen Weg zu finden. Und das wünschen wir euch, das wünschen wir uns. Und in diesem Sinne alles Gute und vielleicht bis zum nächsten Mal. Und wenn es euch gefallen hat oder ihr Fragen habt oder Anregungen oder irgendwas, freuen wir uns natürlich auch über Kommentare da unten. Und dann werden wir vielleicht ja auch in spannenden Austausch gemeinsam kommen.